Heute am Ostersonntag habe ich zwei besondere Osterhasen, die mir ein riesengroßes Eiensnest legen wollen. Ich bin der Callcenter-Kascher und wünsche euch ein frohes und gesegnetes Osterfest mit euren Familien. Der erste Betrüger wusste zwar nicht, wo ich deren Werbung gesehen habe, aber natürlich wusste er genau, dass es als Werbung gekennzeichnet war. Auch erfährt man in dieser Webseite nicht, bei welcher Firma man am Ende landet. Und man wird einfach an irgendeinen Betrüger weitergeleitet. Nun wünsche ich euch viel Spaß und der beginnt wie immer nach dem Intro. Ja, bitte. Hallo, Herr Jürgensmann. Wer ist da bitte? Ich bin Herr Holmgren und es geht um Ihre Registrierung. Sie haben Sie gerade bei uns registriert, stimmt? Ja, richtig, bei Ölprofit ist richtig, ja. Genau. Und ich bin hier, Ihnen zu helfen. Ja, wie denn? Okay, können Sie bitte sagen, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nein. Okay. Und wie alt sind Sie? Ich bin schon alt genug, ich darf schon handeln, ich bin schon erwachsen, ja. Ja klar, aber ich erkläre Ihnen, wenn Sie werden bei uns handeln, dann sollen Sie noch Verifizierung machen und auf jeden Fall auf Plattform brauchen Kopie von Ihrem Personalausweis oder Reisepass oder Führerschein hochladen, ja. Dann, Ja, ich dann meine kriegen das. Sie das ja, ist ja kein Problem. Okay, dann was machen Sie beruflich? Und das ist auch wichtig. Sie rufen mich an und haben noch gar nichts über Ihre Firma gesagt und wollen von mir Daten haben. Das ist doch nicht Okay. nett. Okay. Ich rufe Sie von IQ-Vermögensberatung, ja? Bitte was? Ich Weil verstehe Sie schlecht. IQ-Vermögensberatung. Wie heißt das? IQ-Vermögensberatung. Sie haben bei Oilprofit die Werbung Richtig, gesehen, ja? eben. Und Ihre Daten hinterlassen. Und jetzt, ich rufe Sie von Plattform. Unsere Plattform heißt IQ-Vermögensberatung, ja? Oh, die kenne ich ja gar nicht. Wie heißt die genau? Kann ich mir das mal angucken im Internet? Ja, genau. Ich schicke nach unserem Gespräch schicke ich Ihnen eine E-Mail und Nö, dann ich können möchte es Sie mir ja ja. jetzt gerne angucken. Okay. Also, Ein Augenblick. hallo, hallo? Ich bin da. Hallo? Ja, es war plötzlich kein nichts mehr zu hören. Einen Moment, ich schicke Ihnen eine E-Mail, ja? Nein, ich möchte gerne auf Ihre Webseite schauen. Genau, Ja, dann mit dem nennen Sie Link. mir bitte Ihre Webseite. www. Genau. Und weiter? Ich schicke Ihnen einfach E-Mail. Sie Nein, können ich einfach möchte gerne klicken. Ihre Webseite jetzt sehen. Jetzt werden Sie sehen. Ja, Gehen Sie bitte genau. zum Also, Postfach. sagen Sie mir bitte die Webseite. IQ-Vermögensberatung. Ja, buchstabieren Sie bitte mal. Ich schicke Ihnen eine Sie E-Mail. sprechen Es sehr wird schnell. undeutlich. Nein, ich möchte gerne jetzt Ihre Webseite wissen. Ich möchte nicht in mein E-Mail-Programm gehen, ich möchte einfach nur Ihre Webseite jetzt wissen und jetzt ansehen. Ist das zu viel verlangt? Warten. Warten Sie bitte. Sie haben diese Registrierung gemacht, ja? Sie hatten Ja, aber nicht Interesse bei auf Ihrer Finanzen. Firma. Ja, aber Sie Was? werden machen, was habe ich jetzt gesagt, ja? Ich mache nicht das, was man mir sagt. Ich bin schon erwachsen, ich kann selber entscheiden, was ich mache. Ja, aber Sie haben Ihre Daten hinterlassen, ja? Und Richtig, ich aber habe Sie nicht bei Ihrer angerufen. Firma. Es geht meine Zeit, ja? Ja, Und das ist ja nicht mein ich Problem, bin wenn Sie bereit, keine Ihnen. Zeit haben. Warum rufen Sie dann an, wenn Sie gar keine Zeit haben? Okay, ich habe Sie gesagt, gehen Sie bitte zum Postfach und prüfen Sie bitte Nein, E-Mail. ich möchte gerne jetzt Ihre Okay, Webseite wissen. was möchten Sie? Das habe ich Ihnen jetzt drei oder viermal gesagt. Buchstabieren Sie mir Ihre Ich habe Sie Webseite. gesagt, gehen Sie bitte zum www. Postfach. Spreche ich eine Sprache, die Sie nicht verstehen? Nein, ich verstehe Sie deutlich, Gut, ohne dann Problem. tun Sie das, was ich gesagt habe. Crypto.com. Wie? CD Buchstabieren Sie Cäsar. www. Genau. Dann CD Cäsar. Ja?
R wie Richard. Ja. Y. Ja. Paula. Ja. Theodor. Ja. Otto. Ja, Krypto. .com. .com. Und das ist Ihre Webseite? Genau. Ja, so, dann... Was möchten Sie noch? Ich werde mir das jetzt erstmal anschauen. Okay, dann, warum haben Sie Registrierung gemacht? Ich bin hier, Ihnen zu helfen. Sie können... Ja, aber ich habe mich bei Ölprofit registriert und nicht bei Ihrer Firma. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt, wenn ich Ihre Webseite erstmal angucke, wenn Sie eine ganz andere Firma sind. Nein, wir sind nicht andere Firma. Doch. Ja. Also ich habe bei Crypto.com habe ich mich nicht registriert. Denn Crypto.com ist nur in Englisch verfügbar und ich spreche kein Englisch. Das ist also nicht Ihre Seite, weil ich habe mich bei Ölprofit angemeldet und nicht bei Crypto.com. Genau. Ja, genau. Das ist unsere Werbung. Ja, aber ich habe mich nicht bei Crypto.com angemeldet. Warum rufen Sie mich dann an? Okay. Erklären Sie mir das. Ich habe das schon vielmal erklärt. Nein, Sie haben es noch gar nicht erklärt. Warum? Oil Profit, das ist unsere Partner, ja? Und Sie haben die Werbung gesehen und Ihre Daten hinterlassen, ja? Ja, bei Ölprofit, genau. Sie verfolgte ein Ziel, ja, sie wollte das Geld verdienen, oder nicht? Und ich möchte mich erstmal informieren, aber ich bin bis jetzt Nein. hört sich das nicht seriös an, was Sie da sagen. Okay. Sagen Sie mir bitte, haben Sie Interesse oder nicht? Natürlich, aber bis jetzt, Sie können mich ja überzeugen, dass es doch seriös ist. Dann antworten bitte auf meine Frage. Ja, ich habe jetzt schon genug Fragen beantwortet. Wollten Sie dann mal meine Fragen beantworten? Ich habe sie schon geantwortet. Nee, haben Sie nicht. Okay. Haben Sie meine Frage überhaupt verstanden? Genau, was für Frage haben Sie noch? Ja, erstmal beantworten Sie doch erstmal die Frage, die ich gerade gestellt habe. Okay. Ja, Schritt für Schritt. Ich warte auf die Antwort. Schritt für Schritt. Sie haben Ihre Daten hinterlassen, stimmt? Ja, bei Ölprofit. Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer. Bei Ölprofit. Ja. Es war ein Werbung. Das ist unsere Partner. Das war, woher soll ich denn das wissen? Das steht Weil da Sie nicht. Sie haben diese Werbung gesehen. Ja, da steht nicht drauf, Werbung. Doch. Nein, steht da nicht. Doch. Nein. Da steht nicht Doch, Werbung. Steht. Wo steht das denn da mit Werbung? Okay. Hallo. Hallo. Ich glaube, Ihr Telefon ist kaputt. Hallo, ich verbinde Sie jetzt mit meiner Kollegin, ja, und dann kann Ihnen... Spricht er besser Deutsch? Ja, er spricht besser Deutsch, er kennt besser über Ihre Registrierung und dann können Sie mit ihm einfach alle Fragen besprechen, okay? Ja, dann mal los. Einen Moment bitte. Bleiben Sie bitte kurz dran. Ja, natürlich. Hallo? Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, Jürgensmann? Ja. Okay. Hallo. Ja, ich höre Sie, Herr Jürgensmann. Sie wollten doch irgendwas da Informationen in Berlin haben. Wer sind Sie denn überhaupt? Stellen Sie sich doch erstmal vor. Daniel Goldstein. Daniel Goldstein. Hallo, Herr Goldstein. So. Ja, hallo. Ja, meine Frage war,
Ich habe mich bei Ölprofit angemeldet. Und jetzt schickt mich Ihr Kollege zu crypto.com. Da habe ich mich ja gar nicht angemeldet. Warum Müssen Sie wird. sich da auch nicht anmelden? Bitte? Sie müssen sich da auch nicht anmelden. Ja, nee, ich habe mich bei Ölprofit angemeldet und nicht bei Perfekt, Crypto. super. Lassen Sie mich bitte ausreden. Gerne. Ja, ich habe mich bei Ölprofit angemeldet und ich erwarte natürlich, dass ich bei Ölprofit handle und nicht bei Crypto.com. Es geht um Öl und nicht um Kryptos. Und zumal diese Webseite Crypto.com ist nur in Englisch und ich spreche kein Englisch. Wieso werde ich dann von Crypto.com angerufen? Es ist Folgendes: Wenn Sie dann bei der Amazon bestellen, auf Was? Amazon werden nicht nur Amazon verkauft, sondern auch andere Verkäufer. Sie können sich dann auch beschweren, auf welcher Grundlage jemand andere auf Amazon verkauft. Nee, Es ist das Ihr ist ja gutes was, Recht, das dann ist, das doch, ist. schauen Sie, Da, lass lassen Sie mich mich auch ausreden! ausreden. Meine Meine Schreie Herren! sind noch lauter, Dummer meine Kerl, Betrüger! was soll das? Dummer Betrüger, dann lass mich doch auch ausreden, wenn du auch etwas sagst. Du Ich höre dich redest zu. Quatsch, was hat denn das mit Amazon zu Ja. tun? Amazon ist eine Handelsplattform, da können Ja, verschiedene noch Leute. Lass mich lauter. ausreden! Meine Ja. Herren, bist du peinlich. Also, aber mit Ja. Amazon hat das nichts zu tun. So, Sie sind eine Handelsplattform, auf der ich mich nicht angemeldet habe. So, jetzt erklären Sie mal, warum Ihre Firma mich anruft, obwohl ich mich bei Ölprofit angemeldet habe. Erklären Sie mir das. Jetzt bitte. Also ich darf jetzt sprechen, oder? Ohne Unterbrechung von Ihnen ständig, oder? Und ohne zu schreien. Ja, wenn Sie vernünftig reden, dann ist kein Problem. Und kommen Sie wieder nicht wieder mit Amazon oder so. Das hat damit nichts zu tun. Ja, wenn Sie das nicht verstehen, Doch, ich ich verstehe kann es Ihnen das sehr auch nicht gut. Ich erklären. verstehe es sehr gut. Super, perfekt. Warum fragen Sie dann? Ja, ich verstehe sehr gut, dass Amazon Eben, wenn Sie hiermit das nicht gar nicht. verstehen. Sie unterbrechen mich schon wieder. Okay, sprechen Sie aus. Ah, nee, ich höre mir das erstmal Los. an, was Sie zu sagen haben. Ich habe ja Zeit. Ich habe auch Zeit. Schön. Ja, wenn Sie dann ständig unterbrechen, Sie, wenn Sie reden, dann möchten Sie, dass Sie nicht unterbrochen werden. Wenn die anderen reden, dann möchten Sie immer irgendwo Ihr Wort dazwischen geben. Und das ist die Sache. Ich habe Ihnen das mehrmals erklärt. Wenn Sie das nicht verstehen, ist es Ihr gutes Recht. Wenn Sie das nicht Wenn Sie. erklären können, dann ist es Ihr Fehler. Nein, das ist nicht unser Fehler. Wenn Sie nicht verstehen von irgendwas, wie das alles funktioniert, dann ist es Ihr gutes Problem oder Recht, das nicht zu verstehen. Ich habe Ihnen erklärt, wir haben verschiedene Werbung, die wir auch einschalten. Wenn Sie dort die Daten eingeben, dann werden die Daten auch an die Firma weitergeleitet, damit sie auch bei der RGB steht klar und deutlich: Ich möchte Anruf bekommen, Nee. bis ich das rangegangen. Darf ich da jetzt mal Schauen Sie, kurz Sie unterbrechen mich einhaken? wieder. Scha Ich habe schauen Sie, freundlich nein. gefragt. Okay, Okay, sage machen ich mal nichts. wir. Okay, also doch, darf ich aussehen. Okay, endlich. Bei der RGB, Sie akzeptieren die RGB. Das steht klar und deutlich. Sie drücken auf den Knopf, ich möchte Anrufe und ich möchte dort die Daten übermittelt bekommen. Und dass jemand mich auch anruft und bei der Aktivierung des Kontos hilft. Weil ich verstehe nur Bahnhof. In diesem Fall, ich verstehe nicht mal Amazon, ich verstehe nicht, warum dort und dort die Werbung geschaltet wird und so weiter. Wenn Sie das nicht verstehen, ist es Ihr gutes Recht. Ich habe Ihnen das auch erklärt. Wenn Sie das nicht verstehen möchten oder Sie auch unbedingt irgendwelche Beschwerde schreiben möchten, ist Ihr gutes Recht. Sie haben die Möglichkeit, diese Beschwerde einzureichen. Was brauchen Sie noch von uns? Darf ich jetzt wieder reden? Selbstverständlich. Auf dieser Webseite stand nicht drauf, dass es eine Werbung ist. Okay. Ja, woher soll ich wissen, dass es eine Werbung ist? Das war nicht zu lesen, nirgendwo. Für Sie war es möglicherweise nicht erkannt.
Nee, es stand da also, nicht. Ich habe das nicht. Doch, es stand. Ich weiß wo nicht, stand wie die Werbung da? Aussieht. Wo stand es da? Ich weiß nicht, welche Werbung Sie ach, wo gesehen ach, haben. Deswegen aber Sie wissen, dass es da wir stand. Wir hatten verschiedene Werbung. Natürlich, weil es das Gesetz vorschreibt und wir aufgrund der Aufsichtsbehörde das auch kennzeichnen müssen. Und deswegen müssen Sie mir nicht erzählen, was Sie da nicht gesehen haben. Verstehen Sie das? Verstehen Sie, Punkt. Dass ich... Ich was möchte ich das auch nicht streiten. Die Sache ist ganz einfach. Wenn Sie das nicht akzeptieren oder nicht verstehen möchten, ist es Ihr gutes Recht. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute und schönen Tag. Oder beziehungsweise Abend bereits. Ja. Brauchen Sie von uns noch irgendwas? Ja, wie gesagt, ich habe dann auf der Webseite Ölprophet nirgendwo gelesen, dass es eine Werbung ist. Wenn Sie sagen, da steht dann müssen Sie mir sagen, wo das da stand. Haben Sie die Werbung auf Facebook gesehen, auf Instagram? Haben Sie das in der Zeitung gelesen? Wo stand das? Oder in der Fernseher? Wo haben Sie das gesehen? Ich weiß das nicht. Und Sie müssen mir das auch nicht berichten. Sie haben mir auch niemals das berichtet, wo Sie das gesehen haben. Aber Sie versuchen, mich immer zu zwingen, dass angeblich da stand keine Werbung. Ja, da stand da auch nicht. Sie haben recht. Super, perfekt. Sie haben recht. Eben. Brauchen Sie noch irgendwelche Hilfe von uns? Wenn nee, Sie das nicht verstehen, ich glaube nicht, weil perfekt. Sie scheinen nicht seriös zu sein. Super, perfekt. Ist Ihre Meinung. Mhm. Genau, Sie können mich ja gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich brauche nicht, Sie zu überzeugen. Na gut, dann legen Sie warum auf. Warum sollte ich Sie? Bitte? Dann legen Sie ruhig auf, kein Problem. Ja, alles klar, dann wünsche ich schon damit noch. Werde ich Ihnen nicht wünschen. Danke, trotzdem. Ja, bitte. Jawohl, schönen guten Morgen. Ich grüße Sie, Herr Teitelbaum. Konstantin Küster, mein Name. Sie haben sich bei uns auf der Online-Trading-Plattform unverbindlich registriert gehabt. Wie sieht es denn aus? Wie ist Ihr Name, bitte? Konstantin Küster. Konstantin Küster. Ich bin Account Manager, ja. Wollte jetzt fragen, ob Sie Ihr registriertes Account auch aktivieren möchten. Welchen Account meinen Sie jetzt? Auf Trade Pro. Sie haben bei uns auf der Trading, Online-Trading-Plattform. Sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie Sie da drauf gekommen sind. Es gibt mehrere Methoden. Entweder über Facebook oder über Instagram oder über ja, Handelsblatt. Werden Sie auf, es sind mehrere Werbungen, ja, werden Sie auf unsere Homepage, sage ich mal, geleitet. Und dort können Sie Ihren Namen eintragen. Ja, sagen wir Teitelbaum. Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Samuel.teitelbaum@mailbox.org. Ja. Das ist Ihre E-Mail-Adresse. Gut. Und welche, um welche Webseite geht es jetzt nochmal? Das habe ich nicht so ganz verstanden, akustisch. Mhm. Jawohl. Trade Pro. Trade Pro. Es ging um Trade Pro. Trade Pro? Genau. Wäre mir neu. Ich habe gerade in meinem Verlauf geguckt. Nee, bei denen habe ich mich nicht angemeldet. Aber ich kann mir Ihre Webseite ja mal anschauen. Genau. Also ja. Moment mal. So. Genau. Samuel Teitelbaum, ne? Richtig. Genau. Das ist richtig, ja. Genau, dann ist es Samuel. So. Moment mal. Haben Sie die E-Mail bekommen gehabt? Welche E-Mail? Ja, eine, Sie kriegen ja von uns eine Mail, ja? Ja, von wem denn? Eine Mail zu ja. Meine Güte, Sie haben sich doch bei uns registriert, dann kriegen Sie von unserer Trading-Website eine E-Mail mit Zugangsdaten, Herr Teitelbaum. Nee, offensichtlich haben Sie noch keine nicht. Bekommen? Offensichtlich nicht. Gut, das machen meine. Mhm. Also gut, wir machen das so, ich schicke Ihnen einfach eine Info-Mail mit Zugangsdaten. Ja, sagen Sie mir doch erstmal, um welche Webseite es sich handelt. Natürlich, also welche Trading-Website es sich handelt. Ja, genau. Unsere Homepage, ja, also, gut, da haben wir aneinander vorbeigeredet. Link Kapital. Link aber Kapital, erst, schreiben Sie rein, da kommt sofort. Aber erst haben Sie was anderes gesagt. Ich habe die Frage falsch verstanden gehabt, ja. Nee, Sie haben gesagt, deshalb. Irgendwas mit Pro haben Sie gesagt. Ja gut, dass du das so hieß, so heißt aber nicht die Trading-Website, ja. Ja, über welche Werbung sind Sie denn zu uns geleitet worden? Das habe ich Sie gefragt. Ja, dann habe ich geraten, habe ich gesagt, anscheinend Trade Pro, ja. Unsere, unsere da wird geraten bei Ihnen, okay. Es gibt über 11 oder 12, sage ich mal, mögliche Werbekampagnen bei uns, ja. Deshalb wollte ich wissen, worüber Sie zu uns gekommen sind.
So, damit ich das eintragen kann. Und Ihre Plattform heißt jetzt wie? Link? Die Plattform heißt Link Capital. Link Capital. Ja, link-capital.net. Nö, habe ich mich auch nicht. Habe ich mich auch nicht mit beschäftigt. Ich schaue gerade in meinem. Merkwürdig. Ja, sehr merkwürdig. Aber sagen Sie also Link Capital. Genau, link-capital.net. Ja, Sie müssen nicht lauter werden deswegen, ne? Link-capital. Link, also L-I-N-K. Minus Kapital mit K. Mit Q. Aha. Link mit Q. Dann buchstabieren Sie es doch bitte mal. Jawohl. L-I-N-Q. Ja, weiter. Minus Kapital. Kapital mit C. Das englische Kapital. C-A-P-I-T-A-L. Oh, genau. Und wie geht es dann weiter? Punkt.net. 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 Naja, das Schrägstrich DE, das sagt doch nur über die Sprachausgabe. Genau. Ja. So, dann schauen wir uns das doch mal an. Jawohl. So. Nö, ist mir völlig unbekannt. Ich sehe es gerade. Ist ja. Na gut, was bieten Sie denn an? Ja, was Sie anbieten. Ja, Profit. Richtig, das habe ich gefragt, genau. Genau, Profite. Ordentlich Profit. Ja, auf welche Art zu machen, muss ich Ihnen das einzeln aus der Nase ziehen? Oder können Sie Ihre Firma... Gut, also dann stellen Sie Ihre Firma doch einfach mal vor. Jawohl, ich bin Account Manager, ich kann ja nur mich erstmal vorstellen, ja. Ich, wie gesagt, in der Regel sind die meisten jetzt, nicht alle, ja, sind ja so gut wie vorinformiert, ja, dann frage ich halt, ob sie einen Account auch aktivieren möchten, dann leite ich die Aktivierung in Gang, ja. Wenn sie möchten, wenn sie jetzt wirklich Fachinformationen haben wollen, ja, solange bin ich auch nicht dabei, dann würde ich sagen, meine Vorgesetzten übergeben, wenn das ihnen lieb wäre, und die wird sie ihnen, ja, in 2 oder 3 Minuten erklären. Ja, aber wie gesagt, Sie sollten Ihre Firma vorstellen und nicht sich selber. Also, was bietet Ihre Firma? Ja, wir sind eine Trading-Agentur, ja, Profite. Profite, wie Sie auch aus den, sag ich mal, aus der Homepage herauslesen können. Muss ich es nochmal... Sie können traden. Aktien, Währungen, ja. Ja, muss ich es nochmal ein bisschen genauer formulieren, wenn Sie es nicht verstanden haben. Auf welche Art kann man bei Ihnen Geld verdienen? Trading, Handeln, womit? In welcher Art? Gut, das habe ich verstanden. Das habe ich jetzt verstanden, Entschuldigung. Also wir sind eine Trading-Firma, ja? Die uns Zugang zum Finanzmarkt bietet, ja? Bei uns können Sie ein persönliches Konto eröffnen, ohne an der Börse zu handeln. So, da gibt's, ohne an der Börse zu handeln? Nee, um an der Börse zu handeln. Ach, um. Ja, Sie haben auch den Vermögenswert. Sie haben eine sehr schlechte Telefonleitung. Sie sprechen außerdem sehr undeutlich. Deswegen verstehe ich immer nicht alles. Das tut mir leid. Gut, ich bin zu nah am Hörer. Ich gehe offensichtlich. Etwas zurück, so. Das übersteuert. Ja. Das ist es, ja. Auf jeden Fall Währungen, ja, die beliebtesten Währungen. Euro, Dollar, Schweizer Franken, etc. So, so Aktien, Rohstoff und... Ja, viel mehr Positionen, die mir jetzt persönlich einfallen, ja, auf die Schnelle. Ja, das wäre aber doch interessant eigentlich. Ja, deswegen sage ich ja, wenn Sie jetzt wirklich Fachinformationen wollen, würde ich es an meinen Vorgesetzten übergeben. Ja, dann übergeben Sie mal. Alles klar, danke. Zum Moment ist frei, die Frau Ritter ist frei, ich übergebe sie sofort, ja. Dankeschön für das Gespräch, einen Moment. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Daniela Retter, Sie sind hier Teitelbaum. Ist das richtig? Teitelbaum, ja. Okay, super. Also ich habe von meinen Kollegen mitbekommen, dass Sie irgendwelche Fragen noch bezüglich unserer Firma haben, ja? Ja, er konnte ja gar nicht so richtig viel vorstellen. Der hat sich eher vorgestellt okay, als seine Firma.
Ja, der ist ziemlich neu bei uns. Ja, dann ich erkläre Ihnen ganz kurz, was wir hier überhaupt machen. Also, wie Sie schon mitbekommen haben, wir sind eine Trading-Firma, ja, Link Capital. Das heißt, wir beschäftigen uns mit den Investitionen an der Börse, mit dem Kauf und Verkauf von verschiedenen Werten wie Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe, Metalle, Indizes, also alles, was jetzt auf dem Markt zur Verfügung steht. Okay? Ja. So, bei uns können Sie sich ein persönliches Trading-Konto öffnen und auch an der Börse handeln und Geld verdienen auf solche Weise. Von der Firmenseite bekommen Sie noch persönlichen Finanzberater. Ja, der wird Sie sich im gesamten Prozess führen. Also diese Person wird Ihnen alles auf Ihrem Trading-Konto zeigen, wo sich was befindet. Zum Beispiel, wie Sie, wo Sie Ihre Position sehen, geöffnete, geschlossene Profite von den Positionen. Was noch wichtiger ist, wie Sie Ihre Profite auszahlen lassen. Ja, und natürlich, Ihr Berater wird Ihnen auch die aktuellsten Informationen über den Markt geben. An welche Position können Sie zum Beispiel Ihr Geld anlegen? Wie lange muss das Geld bleiben, um so hoch Profite zu machen und so weiter? Ja, das heißt, diese Informationen zum Überlegen werden Sie von dem Finanzberater bekommen. Folgen Sie mir soweit? Ja. Okay, super. Für diesen Service nimmt unsere Firma etwa 10% von Ihrem Gewinn. Ja, das heißt, wenn Sie 100 Euro gewinnen, bekommt unsere Firma 10 Euro und Sie bekommen 90 als reiner Gewinn. So, und monatliche Rendite ist etwa 30-40%, ohne Hebel, ohne irgendeine noch Anwirkung. Ja, das heißt, reiner Gewinn ist 30-40%. 30-40%, das ist sehr viel. Ja, also wir streben danach, Geld zu verdienen, nicht? Ja, wer strebt nicht danach? Ja, aber 30, ja, okay. Genau, gut. Also. Und wie erwirtschaften Sie die 30? Also, ich interessiere mich für das Thema Aktien. Okay. Ja, wie wollen Sie dann die Gewinne, die 30% damit erwirtschaften? Also mit verschiedenen Werten. Das ist insgesamt. Bei Aktien natürlich kann es zum Beispiel länger gehen, ja, bis sie 40% an einer Aktie erwirtschaften. Aber zum Beispiel, wenn wir über unsere Profite insgesamt von unserer Firma sprechen, dann ja, es kann 30-40% sein, weil Kryptowährungen, neue Coins, die wachsen viel nach oben. Ja, das heißt, es kann so sein, dass an einer Position man kann sogar 50% an einem Tag erwirtschaften. Es hängt alles von dem Markt ab. So, aber wenn wir nur über Aktien sprechen, dann natürlich können die Profite auch weniger sein. Weil bei Aktien läuft es ein bisschen langsamer. Ja gut, aber wenn man sieht, die Kryptowährungen sind ja sehr unsicher. Wenn ich da daran denke, wie der Bitcoin schon mal stand bei, weiß ich nicht, um die 60.000, und wir sind jetzt im Prinzip bei der Hälfte. Das ist ja wohl nichts Stabiles. Das ja, aber haben Sie gesehen, das ist schon etwa für, also in Dollar war das 54.000. Ja, ja, was war, spielt ja jetzt keine Rolle mehr. Und ich meine jetzt, das ist 54.000. Vor 3 Monaten, ja, das war etwa 27 und stellen Sie mal vor, 50% hat es schon in ein paar Monaten. Ja, also Double Price. Ja gut, aber es ist grundsätzlich ist es ja so, es war ja bei über 60.000. Und ja, war ja. Das. Haben Sie schon gehört über Bitcoin Halving? Und über was? Sie sprechen sehr irgendwie schlechte Telefonleitungen oder ich weiß nicht, ich verstehe Sie schlecht. Okay, also, ich habe Ihnen gesagt über Bitcoin Halving. Ja, das ist ein. Ach so, ja, das Halving, das kenne ich, ja. Ja, das haben Sie gesehen, das ist aber crazy, nicht? Ja, na gut, das aber passiert das doch alle 4 Jahre. Jetzt, und jetzt. Ja, und jetzt können wir auch diesen Wachs nach oben gehen, sehen, ja, das ist auch ganz gut. Wenn wir rechtzeitig das Geld in Coins investieren, dann natürlich kann man gute Profite machen. Aber wenn Sie sich nicht sicher über Kryptowährungen fühlen, dann kein Problem, Sie können also etwas noch auf dem Markt wählen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Ja, also man kann bei Ihnen Bitcoins kaufen. Also an den Bewegungen von dem Markt handeln.
nicht tatsächlich besitzen, ja, einen Cold Wallet. Sie betreiben CFD-Handel. Genau. Das haben Sie bis jetzt noch nicht mit einem Wort erwähnt. Es geht also nur um CFD. Trading bedeutet nicht automatisch CFD-Handel. Das ist falsch. Also Trading, das ist Handel an den Bewegungen von dem Markt, ja? Nein. Trading ist Handel auf dem Markt und nicht an den Bewegungen. Das ist CFD-Handel. Sie wissen, was CFD heißt? Ja, möchten Sie das mir erklären? Nö, sagen Sie mir doch mal, was heißt denn CFD? Also Contract for Difference. Ja, sehr schön. Gut. Okay. Also Sie haben bis jetzt noch nicht mit einem Wort erwähnt, dass es sich dabei um CFD-Handel heißt. Okay, gut. Dann Entschuldigung, manche Dinge sind für mich schon selbstverständlich, deswegen wissen Sie, also es wäre besser immer, wenn Sie Fragen stellen, ja? Also, weil wenn man sich in diesem Bereich so seit vielen Jahren befindet und dann manche Dinge, die sind also selbstverständlich, ja? Und man kann sie sogar nicht erwähnen. Nee, selbstverständlich ist nichts auf dem Markt. So, Ihr Kollege sagte so, jetzt, ich habe gerade mal eine E-Mail bekommen. Ja, tatsächlich habe ich eine E-Mail bekommen. Gut, jetzt mal angenommen, ich möchte bei Ihrer Firma investieren. Wie funktioniert das bei Ihrer Firma? Also, mit welcher Summe möchten Sie tatsächlich anfangen? Das weiß ich noch nicht. Ich frage erstmal, wie das überhaupt funktioniert. Das hängt ja nicht von der Höhe. Okay, dann erkläre ich Ihnen. Ja, das hängt ja nicht von der Höhe meines Investments ab. Okay, alles klar. Dann schauen Sie mal. Sie können mit einem Anfängerkonto starten, ja, mit Mindesteinzahlung, die beträgt 250 Euro. So. Möchten Sie mit der Karte zahlen oder mit online überweisen? Deswegen habe ich ja gefragt, welche Möglichkeit bieten Sie denn? Also Sie können direkt auf dem Konto mit der Karte zahlen und Sie können auch Bankdaten von unserer Seite anfragen, damit Sie eine Online-Überweisung machen. Das wäre gut. Dann können Sie mir die Bankdaten schon mal schicken. Für 250 Euro, ja? Nein. Ich bin Investor. Also aber die Bankdaten haben ja keinen Einfluss darauf, mit welcher Höhe ich starten will, oder? Ich wollte nur das vorbereiten, ja? Also schauen Sie mal. Sie können mit, ich erkläre einfach die Situation, ja? Sie können mit 250 Euro anfangen, ja? Ihr Konto aktivieren. Das ist einfach die Mindesteinzahlung. So, danach bekommen Sie für persönlichen Berater beiseite, mit dem Sie können dann schon weiteres besprechen. Ja, das heißt, Sie können schon besprechen Ihre weitere Investitionen, wie viel Sie erwirtschaften möchten, also wie viel Sie investieren möchten und so weiter. Ja, an welchen Richtungen, in welche Positionen möchten Sie das investieren, okay? Ja, gut, aber das hängt so, ja. So, und für den Anfang, also Mindesteinzahlung ist 250 Euro. Aber auf jeden Fall, ich lasse Ihnen dann die Überweisungsdaten per E-Mail zukommen. Ja, danach senden Sie an mich bitte die Bestätigung davon, damit wir dieses Geld erwarten können. Ja, ich hätte sicherlich noch ein paar Fragen, aber Sie können mir die Bankdaten schon mal schicken, dann kann ich das hier in der Firma schon vorbereiten lassen. Das wäre ganz sinnvoll. Okay. Dann bereiten Sie das vor. So, welche Fragen haben Sie noch? Ja, na gut, erstmal warte ich auf die Bankdaten. Das können Sie ja sicher nebenbei machen. Und ne? Dann okay, ich erstelle eine Anfrage, kleinen Moment. Eine Anfrage? Ja, bei der Finanzabteilung. Ach, muss man da eine Anfrage stellen, um die eigenen Bankdaten zu bekommen? Also ja, wir haben verschiedene Kunden von verschiedenen Ländern und normalerweise für jedes Land verwenden wir auch also passende Banken, damit es leichter ist. Das kompliziert die Sache doch eher. Ich habe für meine Kunden in meinem Geschäft habe ich eine Kontonummer, auf die sie überweisen. Das ist für mich am einfachsten. Und das ist völlig egal, von wo aus
von wo aus die dann überweisen. Spielt doch gar keine Rolle. Okay, und was machen Sie beruflich, wenn ich fragen darf? Ja, dürfen Sie, ich bin im Baugewerbe tätig. Mhm. Und Sie haben Kunden nur in Deutschland, ja? Nein, ich bin international tätig. Okay, und es gilt nur ein Bank für alle Kunden, ja? Ja, das reicht ja auch. Okay. Ein Bankkonto. Ja? Ja. Okay, das, ganz schön. Ja, deswegen verstehe ich nicht, dass Sie da mehr haben, aber okay. Gut, haben Sie die E-Mail schon versendet? Noch nicht. Und welche Fragen haben Sie noch dann? Ja, zum Beispiel, hier ging es ja um Aktien bei mir. Wie geht Ihre Firma mit dem Agio um? Womit bitte? Mit dem Agio. Also, was heißt das? Wie? Sie wissen nicht, was ein Agio ist? Ich persönlich nicht, ich bin kein Finanzexperte. Ach so, ich dachte, Sie wären der Finanzexperte. Leider noch nicht. Ja, okay. Oder zum Glück. Zum Glück. Wenn Sie möchten, ich kann Sie weiter an Ihren Finanzberater leiten, damit Sie genau den Markt besprechen können. Ja, können Sie auch machen. Also meine Arbeit wäre mit der ersten Einzahlung Ihnen zu helfen, ja, mit der Verifizierung von Ihrem Konto, aber die E-Mail, damit die Sie E-Mail, auch weitergehen können. Ja gut, aber die E-Mail mit den Bankdaten habe ich immer noch nicht erhalten. Also da sind Sie scheinbar Sie nicht ganz das, so... Sobald ich das vorbereite. Ja, ich denke, Sie bereiten das gerade vor. Dauert das so lange, eine E-Mail zu versenden? Ich warte noch an die Antwort. Sie warten noch auf die Antwort. Genau, von meiner Finanzabteilung, deswegen. Ja. Okay, möchten Sie in dieser Zeit mit Ihrem Finanzberater sprechen? Ja, oder? Gerne. Okay, dann bleiben Sie bitte an der Linie. Ja. Hallo? Hallo? Herr Fengler am Apparat? Ja, hallo, wer ist da bitte? Ariel Grace, mein Name. Hören Sie mich? Ja. Super, okay. Ganz kurz. So. Wie kann ich Ihnen jetzt weiterhelfen? Solange ich verstehe, wollten Sie die Handelsplattform ein bisschen kennenlernen, richtig? Ne, ich hatte nachgefragt, wie Ihre Firma in Sachen Aktien mit dem Agio umgeht. Mhm. Genau, mit dem Aktien so mehr Nein. mit der Hebelwirkung. Nein, ich habe nicht von Aktien gesprochen, ich habe mit dem Agio, über das Agio gesprochen. Okay, so, ganz kurz. Und was ist jetzt gemeint mit Agio? Denn das ist jetzt keine Markt, die ganz bewusst ist, ne? Denn wir haben die ganz normalen Markt mit dem Forex, Devisenkurs, Indexen, Kryptos. Ja, und Aktien sagte Ihre Kollegin. Nee, Ihre Kollegin genau, sagte... Genau, Aktien. Ja, genau. Eben. Und wenn es um Aktien geht, dann ist das Agio sehr wichtig. Okay, das könnten Sie auch selber in der Suchleiste schauen. Denn so wie Sie wissen, es gibt über... 3.000 Aktien, 3.000 Kryptos, keine Ahnung, wie viele Indexen. Und somit sollte man auch... Sie sind der Finanzfachmann. Genau, genau. Und Sie wissen nicht, was ein Agio ist? Finanzabteilung kümmert sich leider nicht um die Handelsplattform, aber ich helfe Ihnen gerne, um zu suchen, wenn Sie mir buchstabieren, die Agio. Sie wurden mir vorgestellt als Finanzexperte, als Fachexperte genau, für den Handel.
Das heißt, Sie genau. müssten als wissen, was ein Agio ist. Und schauen wir mal zusammen. Ja, ich brauche da nicht nachschauen. Ich weiß, was ein Agio ist. Aber es wundert mich sehr, dass Sie das gar nicht wissen. Das sind so die Grundlagen im Finanzhandel. Deswegen das ist eine Aktie, meinten Sie, richtig? Nein. Das ist das Problem. Sie wissen nicht mal, was ein Agio ist? Welche Ausbildung haben Sie denn als Finanzfachwirt oder welche Ausbildung haben Sie denn genossen? Wie lange arbeiten Sie in dem Beruf schon? 7 Jahre. Mhm. Und welche Ausbildung haben Sie genossen? Und die Finanzabteilung in London. Das Studium dafür. 4 Jahre. Was ist denn das für eine Finanzabteilung in London? Welcher Studiengang ist das? So mittlerweile muss ich verstehen, das sind meine privaten Daten. Ne? Nee, und nein. Ein Studiengang ist keine private Information. Sie arbeiten in einer Firma und offensichtlich haben Sie da gar nicht studiert, wenn Sie nicht wissen, was ein Agio ist. Ja, das können Sie nicht behaupten. Doch, tue ich ein gerade. Ein Agio, diesen Begriff höre ich von Ihnen. Das höre ich jetzt gerade von Ihnen, das Agio. Und wenn Sie mir teilen, was es ist, kenne ich es als Begriff vielleicht von einer anderen Seite. Ne? Nee, Agio ist ein internationaler Begriff. Nee, den Begriff kenne ich nicht. Und wenn Sie mir das vielleicht darüber erklären, das ist ja genau das, wo ich sage, Sie haben das gar nicht studiert. Sie wissen gar nicht, worüber ich rede. Man kann weltweit Finanzexperten fragen, was ist ein Agio? Und die können das alle beantworten. Sie können mir das nicht beantworten. Sind Sie sicher, dass Sie ausgebildet sind? Also, Sie meinen das. Meinen Sie Agio? Das sagte ich die ganze Zeit. Ach, okay, ich verstehe das als Agio, also mit D halt und daneben J, ne? Das ist ein Aufgeld. Ja, natürlich. Das ist ein Kaufpreis, ne? Richtig. Genau, okay, jetzt reden wir über dasselbe. Denn ich verstehe vom Lautsprecher her Agio, also mit D und J daneben geschrieben, okay? Und wie kann ich da halt weiterhelfen? Ich wollte wissen, wie Ihre Firma damit umgeht, in welchen Prozentzahlen sich das Agio bewegt bei Ihrer Firma. Okay, schauen wir mal zusammen gemeinsam. Was soll ich denn da schauen? Ich kann da nicht schauen. Ich weiß doch nicht, was bei Ihrer Firma so gemacht wird. Wie soll ich das schauen? Meinen Sie mit den Prozenten? Meinen Sie, in welcher Prozententabelle wir dabei arbeiten? Okay. Mit welchem Aufgeld Sie rechnen? So, das Aufgeld beispielsweise von 100 Euro wird ein Agio von 5% erhoben. Ah ja, gut, okay. Und das bedeutet, dein Käuferpreis, wie als Beispiel, 105 Euro zu bezahlen. Gut, das ist okay. Doch völlig normal, so wie eigentlich bei jeder internationalen Firma. Nö, die Prozente unterscheiden sich ja. Deswegen ist es nicht normal. Naja, meistenerweise hört man ja zwischen 5 bis 7 bis 9. Ja, aber eben. 5% ist es. Und das ist ein gehöriger Unterschied, je nachdem, wie viele Aktien man kaufen will. Das ist ein gehöriger Unterschied. Natürlich. Ja. Und was hätten Sie erwartet von einem Agio? Na, ich habe nachgefragt. Mhm. Ich habe nichts erwartet. Ach, okay, okay. Ach, okay, super. Vielleicht hatten Sie ja im Auge was anderes, als würden Sie vielleicht erwarten 3% oder 9%. Ja. Als je nachdem, aber 5% bei uns. Okay, gut, okay. So, und ich warte jetzt die ganze Zeit noch auf die E-Mail Ihrer Kollegin. Die ist immer noch ist nicht E-Mail da. Ist die E-Mail nicht angetroffen? Nee, es ist... Okay, und Sam, haben Sie auch schon kontrolliert? Sie wollte mir die Bankdaten senden. Die Bankdaten, okay, das teile ich ganz kurz weiter. Eine Minute bitte, ja? Ja. Danke fürs Warten. So, ich habe jetzt nochmal mitgeteilt, dass es nochmal Ihnen zugesendet werden sollte. Vielleicht ist es nicht angekommen, weil manchmal kommt auch ein bisschen später vom Netzwerk oder halt so etwas. Die Daten, also Überweisungsdaten, Sie wissen, wir haben einen Hauptsitz internationalerweise von London aus. Das bedeutet, eine GB-IBAN wird dort stehen. Der Inhaber hat natürlich das Überweisungsdaten als Empfänger.
ne? Damit das eh nicht unbekannt vorkommt. Was als Anfänger? Wie als Anfänger? Ein Empfänger. Empfänger. Ach so, ein Empfänger. Der Empfänger von das IBAN, genau. Das ist das Geschäftsführer. Damit sie auch Bescheid wissen und ihnen dann nicht so als Bahnhof kommt, wenn sie das IBAN sehen, warum Großbritannien? Weil das unser Hauptsitz ist, ja? Mhm. Ja, aber noch ist keine E-Mail da. Das teile ich weiter. Falls es nicht kommen sollte, rufe ich Sie gerne so nach einer 30 Minuten nochmal an, um zu fragen, ob es angekommen wäre, ja? Na gut, ich möchte das schon noch gerne sehen. Ich habe Sie jetzt gerade am Telefon. Natürlich. Und Sie sagten... Dann warten wir mal nochmal kurz ab. Ihr Kollege sagte übrigens anfangs, Sie wären eine deutsche Firma und jetzt sind Sie in England? Wo ist denn Ihr Hauptsitz Ihrer Firma? Deutsch schon. Hauptsitz ist in London. Aber natürlich haben wir auch in Deutschland, Düsseldorf und so weiteres viele, viele, viele Firmen, wie auch in Indonesien, Türkei, Griechenland. Denn wenn man international arbeitet, dann muss man auch schon weltweit sein, ne? Ja gut, aber das sehe ich auf Ihrer Webseite nicht irgendwie. Dass wir international sind oder weltweit sind? Ja, na, eben, vor allem sieht man auf Ihrer Webseite nicht, dass Sie auch deutsche Filialen haben. Wo haben Sie denn die deutschen Filialen? Okay. In Düsseldorf, da war ich leider nicht. Ich bin eher in London und Griechenland und anderen Ländern. Aber in Düsseldorf, der Firma, war ich noch nicht. Aber ich weiß natürlich, dass wir dort auch eins haben. Mhm. Na ja, gut. Ist ja grundsätzlich nicht schlecht, dass wir das in Deutschland... Vielleicht nochmal kontrollieren? Ja. Natürlich, das ist was Gutes. Jetzt vielleicht angekommen? Nein. Ist noch nichts angekommen. Soll ich mal buchstabieren, die E-Mail-Adresse? Ja, können Sie gerne machen. So, das ist... Moment. Samuel, ganz Samuel geschrieben, .teitelbaum@mailbox.org, richtig? Das ist richtig. Die anderen E-Mails sind hier auch gekommen, nur die letzte E-Mail nicht. Okay, dann senden wir sie nochmal. Ist es vielleicht vom Handy aus? Also benutzen Sie das Handy gerade und deswegen wegen dem Netzwerk? Nein. Ist es am PC oder so? Richtig. Okay. Wir senden sie nochmal. Kann ja mal vorkommen, ne? Ja, dass E-Mails verloren gehen, das passiert im Internet eigentlich nicht. Nee, die gehen wahrscheinlich nicht verloren, aber die kommen halt manchmal nicht an oder die landen zum Spam oder Junk-E-Mails. Welches Sie haben. Nee, habe ich beides nicht. Das wird von einem Google-Mail Ihnen ankommen. Mit Google-Mail? Wieso Google-Mail? Haben Sie keine Firmen-E-Mail-Adresse? Natürlich haben wir die auch. Ja, dann bitte. Aber die wurde jetzt gerade von der... Moment. Einmal nochmal checken, ob die angekommen ist. Nein. Okay, ganz kurz. Aber warum versenden Sie aus Ihrer Firma mit einer Google-Mail-Adresse? Weil die Firma auch Google-Mail hat, auch gleichfalls vom Outlook, viele, ja, aber viele das andere. Also ich glaube nicht, dass zum Beispiel Mercedes von Google-Mail versenden würde. Mercedes versendet von ihrer eigenen Mail-Server, mercedes.de. Und Ihre Firma versendet von Google-Mail... Das klingt nicht sehr seriös. Wir haben auch natürlich, wie gesagt, auch ein eigenes, normales Firmenmail. Aber falls du nicht von dort kommst, muss man auch natürlich welche andere Variante haben. Ich schaue jetzt gerade mal. Ich schaue erst nochmal, vielleicht kommt. Ich schaue jetzt gerade mal. Mhm. Ah, ich sehe gerade. Mhm, es gibt also tatsächlich eine noreply@linkcapital.net. Da habe ich die letzte E-Mail von bekommen. Also gibt es ja eine Firmen-E-Mail-Adresse. Warum natürlich. Wird diese? Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? Warum wird denn also solche wichtigen Sachen per Google-Mail gesendet werden? Das verstehe ich nicht ganz. Ich sehe, dass es auch von Firmen-E-Mail Ihnen angekommen sein sollte. Aber so wie gesagt, falls es nicht kommt, müssen wir auch natürlich andere Optionen haben, sie andererseits zu erreichen. Ne? Manchmal kann es sein, dass es wegen dem Netzwerk oder ein anderes Problem mit der Server
mit der E-Mail nicht funktioniert. Aber Ihnen soll es jetzt mit der Firmen-E-Mail auch angelandet sein. Ja, jetzt ist es, nee, nicht mit der Firmen-E-Mail, sondern von Gmail. Das heißt, die anderen E-Mail-Adressen von der Firmen-E-Mail sind gar nicht angekommen. Jetzt ist gerade ritter.daniellafinn@gmail.com. Genau, das ist richtig. Ja. Genau. Weil vielleicht das andere ganz normale Firmen-E-Mail bei der Werbungsseite gelandet ist, denn Sie wissen ja das auch, dass man auch für Archiv hat und dann auch Junk-E-Mail. Und das mit dem ganz normale, wo die Werbungen ankommen. Da landen unsere E-Mails manchmal auch an. Denn Ihre Server, die natürlich nicht kennt als Werbung. Deswegen benutzen wir halt auch manchmal auch das Gmail. Ja. Und ich sehe gerade hier der Empfänger, Viorel Corosan. Wer ist das? Wie bitte? Der Empfänger, Viorel Corosan. Wer ist das? Das ist der Geschäftsführer, also der Inhaber. Der Inhaber, Okay, und ja. Ich sehe gerade, genau. Verwendungszweck Personal Transfer. Wie wollen Sie dann meine Überweisungen zuordnen, wenn jeder das mit dem Verwendungszweck Personal Transfer untertitelt? Sie kriegen ja nur Sie haben einen eigenen Namen. Ja, der steht hier nicht da. Verwendungszweck steht Personal Transfer. Da können Sie auch Ihren Namen und Nachnamen ändern. Aber wenn die Überweisungen uns ankommen, dann kommen natürlich das mit Ihrem Vor- und Nachnamen und nicht als Personal. Das ist nur als Empfänger halt dort geschrieben, als Notiz, ne? Nee, das ist der Verwendungszweck. Das steht bei Verwendungszweck. Da steht Personal Transfer. Und Mama? Das ist richtig, das benutzen wir auch so. Also Sie sind höchstwahrscheinlich nicht der erste Kunde, ne? Die jetzt bei uns eine Einzahlung oder so, Überweisung fällt. Ja, und jetzt sagen wir mal, Sie haben 100... Augenblick, lassen Sie mich bitte ausreden. Nehmen wir mal angenommen, Sie haben 100 Kunden, die am Tag überweisen und alle schreiben Personal Transfer. Wie ordnen Sie das dann dazu? Welche Summe von welchem für welches Tradingkonto ist? Sie senden uns natürlich auch einen Bankbeleg, in dem wir es kontrollieren können. Und höchstwahrscheinlich haben wir auch danach zu ordnen das Beleg vor uns. Wieso muss ich einen Bankbeleg senden? Sie sehen doch Sie sehen es doch auf Ihrem Konto, wenn es eingegangen ist. Natürlich, um das zu verfolgen. Ja, eben, da müsste doch nur Ihre Kontoauszüge im Auge behalten. Also ich... Das meinte ich auch mit... Genau, Sie können auch einen Kontoauszug senden. Hauptsache, das ist ein Beleg, dass Sie es überwiesen haben. Nein, Sie verstehen mich, glaube ich, nicht. Sie gucken bei Ihrem Bankkonto auf die Bankkonten. Da sehen Sie, wer überwiesen hat. Warum soll man ein Foto von einer Überweisung schicken? Das ist völlig unlogisch. Damit Sie es nachfolgen können. Ja, das können Sie doch. Für unsere Seite ist es nicht unlogisch. Doch ist es. Das können Sie doch einfach machen, indem Sie Ihre Kontoauszüge prüfen. Natürlich, aber wenn man in einem Tag mehr als 300 Überweisungen erhaltet, ist es für uns natürlich eigentlich vereinfacht, mit den Überweisungen zu arbeiten, ne, mit den ganzen Belegen. Nee, das ist nur mehr Arbeit. Aber okay, ist ja Ihre Art. Ihre Firma ist in Großbritannien, sagten Sie. Richtig? Genau. Haben Sie da mal die Adresse für mich? Die Firmenadresse meinten Sie? Richtig, da wo Sie angemeldet sind. Also ich persönlich meine Sie wahrscheinlich nicht, die Firma selber, ne? Sie reden ja für Ihre Firma. Da möchte ich natürlich gerne wissen, wo die Firma angemeldet ist. Können Sie alles unter Google schauen, aber ich bin jetzt bereits für Sie da, ob die E-Mail da ist und für die Agio, ne? Denn Sie sind gerade leider nicht meine Kunde, indem ich Ihnen die ganzen Daten weiterteilen kann. Bitte teilen Sie, sprechen Sie das Ganze mit Ihrem Berater, ja? Ja, ich werde nämlich Sie bei Ihrem Berater weiterleiten. Ja, gut, dann leiten Sie mich an den Berater weiter. Super, ganz kurz. Und nun kamen sage und schreibe 5,5 Minuten, in denen sie mich in der Leitung warten ließ. Diese Minuten habe ich euch natürlich herausgeschnitten. Sie hat wohl gehofft, dass ich in der Zwischenzeit auflege, aber bei sowas bin ich ja sehr hartnäckig und sehr geduldig. Nun geht's weiter.
Hallo nochmals, der Berater ist leider nicht an Platz, weil wir noch am Sprechen waren. So, aber Sie können eigentlich die Adresse auch bei Google Mail unten sehen. Vielleicht haben Sie es nicht angeschaut oder nachgesehen, wo die Adresse ist. Ah ja, okay, gut. Ah ja, ich sehe es jetzt gerade. Mhm. Gut, okay. Das können Sie auch ganz gern googeln. Ja. Ja, ne, brauche ich ja nicht. Wenn es da steht, ist ja kein Problem. Gut, das Einzige, was ich auf Ihrer Webseite nicht sehe, Sie sind doch im Finanzsektor tätig, richtig? Genau, richtig. Und Finanzbroker, was Sie halt. Genau, mit. Wo werden Sie dann reguliert, Ihre Firma? Unsere Firma ist wieder in Großbritannien reguliert. Das können Sie eigentlich alles auf der Seite beim Service sehen oder halt. Sehe ich nicht gerade. Wo ja. sehen Sie es nicht? Also ich schaue mit Ihnen gerade in dieselbe Seite. Bei Services. Ich nenne das mal auf Deutsch. Ganz kurz. Ganz unten, da wo Kontakte steht, ne? Da steht Datenschutzhinweise, Datenschutzbestimmungen, AML-Richtlinie. Ja. Alles drin. Alles, da finden Sie alle Daten. Nee, ich sehe es gerade. Soll ich auf AML-Richtlinie klicken oder wo? Da können Sie auch draufklicken. Und da steht Ihre Regulierung drin? Ja, das sollte aber höchstwahrscheinlich auf Englisch sein. Nee, steht nicht drin. Steht nicht drin. Ja, wo sind Sie denn reguliert? In Großbritannien. Ja, und welche Behörde reguliert Sie? Sie sind ein Finanzdienstleister. Welche Behörde reguliert Sie? Wissen Sie was? Ich denke nicht drüber, dass Sie das ganze lose 250 Euro machen. Ne? Wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen per E-Mail alle Abstimmungen. Nee. Denn ich sehe gerade. Das sind 72 Minuten. Warum lassen Sie mich eigentlich nicht ausreden? Ich habe Sie gefragt, wie jede normale andere Finanzdienstleistungsbranche, sagen Sie mir nicht, diesmal nicht, wer Sie reguliert. Warum können Sie mir das nicht einfach sagen? Nein, das können Sie alles unter der Firma finden. Nein, finde ich ja nicht. Wo denn? Dann sagen Sie mir, wo ich es finde. Dann schicke ich das Ganze Ihnen per E-Mail, dass Sie das dann dort sehen können. Ne? Und hauptsächlich sind die ganzen Fragen beantwortet. Denn glauben Sie, nein, mir, sind Sie die erste nicht. Person wahrscheinlich, der so viele sind Sie nicht. Fragt. Sind Sie nicht. Die werden so langsam ein bisschen grätzig, ja? Was ist denn los ja, mit Ihnen? Ja, denn 42 Minuten sind jetzt nicht was Weniges. Mit 42 Minuten habe ich hätten, drei Kunden Sie Geld hätten, gebracht. Ne? Ja, Sie hätten mich ja nur nicht so lange warten lassen müssen in den Zwischenzeiten. Also Sie wollen mir nicht sagen, sind Sie gar nicht reguliert? Wo sind Sie denn reguliert? Ja, wo denn? Das werde ich Ihnen alles per E-Mail zuschicken. Das bezweifle ich. Meine einzige das Kunde, bezweifle ich. Mit der ich bezweifle, dass Sie mir das zuschicken. Ich befürchte nämlich, dass Sie gar nicht reguliert sind. Sie sind also nichts anderes als eine Trading-Betrüger-Firma. Das können Sie so denken. Ja, richtig. Ja, richtig, genau. Und ich hatte noch eine Frage. Denn Sie waren der Person. Bitte. Ich habe noch eine Frage. Wie lange ist jetzt Ihre Firma mit dieser Webseite schon online? Wie lange arbeiten Sie? 12 Jahre. Dann hätte ich gerne Ihre aber Zeit. Aber ich persönlich arbeite hier. Ja, Sie müssen bitte. Nicht weiterreden. Ich weiß, dass Ihre Webseite gerade mal vor 168 Tagen erstellt wurde. Sie sind nichts anderes als ein Betrüger. Sie sind nichts anderes als ein Trading-Betrüger. Sie haben sich bei uns gemeldet. Ja, und Sie haben mich angerufen. Sie haben sich bei uns angemeldet. Richtig, das habe ich auch gemacht. Genau das habe ich gemacht, um Betrüger-Webseiten auf YouTube zu stellen. Ach, Sie werden doch immer lauter. Dann kann ich doch auch lauter werden. Kleiner, dummer Betrügerin. Ich hoffe Sie. Ja, genau. Kleine, dumme Betrügerin. Hat nicht geklappt, der Plan, ne? Und du bist eine große Betrügerin. Ich lache dich aus, weil du so dumm bist. Ich dich auch. Ja, ich, nee, ich dich bin auch, ja nicht so dumm. Bist und bei uns angemeldet hast. Ich bin ja nicht so dumm, bei dir einzahlen zu wollen. Weil du ein dummer Betrüger bist. Ja, genau. Gib's doch wenigstens zu. Für dich. Gibt's doch. Ja. Wieder mal ein typisch dummer Betrüger. Ich wünsche dir nichts Gutes, nein. Wünsche ich nicht. Ich dich auch nicht. Also ich dich auch nicht. Lern doch erstmal Deutsch, wenn du in Deutschland anrufst und die Leute betrügen willst. Lern doch erstmal Deutsch.
Toll. Ja, toll. Fertig? Ja, mit dir bin ich schon lange fertig. Du wirst dieses Video wie immer auf YouTube sehen können. Damit ich über Ihre kann Firma sein. Und Ihre Gestalten warnen kann. Grüße deine Follower. Mache ich. Die hören es ja live. Ja. Ist ja kein Problem. Dann kannst du jetzt auch sagen, schönen Gruß. Ja, schön. Grüße deine Mutti auch. Die wird sich bestimmt darüber freuen, dass sie eine Tochter hat, die Betrüger geworden ist. Toll. Meine Mutter ist auch eine Brokerin. Ja, auch eine Betrügerin? Wie Nein, du? Ich habe nicht behauptet, dass wir Betrug machen. Das weiß ich doch schon. Das weiß ich doch Nein. schon. Doch, natürlich. Du kannst mir ja gerne das Gegenteil ist, beweisen. Ist ja gut. Ja, dann beweis mir doch das Gegenteil. Nein. Beweis es mir doch. Ich habe dir gesagt, du kannst alles schauen unter der Firma. Nein, kann ich nicht schauen. Oder Urkunde, was auch immer. Sag doch einfach, wo du reguliert bist. Ganz einfach, kann ich ganz einfach überprüfen. Nein. Ja, siehst du, weil du keine Nein. Regulation hast. Du weißt ja ich nicht, glaube, mal, du hast nur Langeweile und nee, hast dich in nein, deiner Firma das, angemeldet. Das ist, und wolltest das ist meine Arbeit. Meine Arbeit. Mein Name ist genauso echt wie dein Name. Du bist nichts anders als eine Betrügerin. Toll. Ja, schön für dich. Toll. Ja, vor allem schön für mich, genau. Für dich nicht schön. Jedermann wird erfahren, dass deine Doch. Firma eine Betrügerfirma ist. Du kannst hast ja, du behauptet, aber hast nichts zu zeigen in der Hand. Doch, natürlich. All das ist schon da. Dein Alter, deiner Webseite ist falsch. Ich habe all das schwarz auf weiß. Und die Hörer werden es hören. Schön. Ja, schön. Du könntest ja noch das Gegenteil beweisen, indem du mir deine Lizenz gibst. Aber du hast ja keine Lizenz. Ja. Werde ich dir genau auf deine E-Mail-Adresse zusenden. Nee, das kannst du mir ja sagen. Das kannst du mir ja sagen. Ich weiß, dass du mir keine Lizenz nennen kannst. Ich weiß es. Doch, natürlich. Ja, natürlich. Naja, schön für dich. Und was streitest du dann noch mit mir? Ich streite doch gar nicht. Ich warte darauf, dass du auflegst. Weil ich werde nicht auflegen. Kannst du doch machen. Nee, ich werde nicht auflegen. Dann können wir bis morgen sprechen. Ja, kein Problem. Kein Problem. Ich weiß, dass ihr Betrüger immer kontrolliert werdet und wenn ihr auflegt, kriegt ihr eine schlechtere Quote. Deswegen werde ich nicht auflegen. Nein, dann können wir von mir aus bis morgen sprechen. Vielleicht kein Problem, du mir über deine kein Problem. Ich lasse das weiterlaufen. Überhaupt kein Problem. Schön. Schön. Genau. Wenn genau, du sonst... dann kannst du mir über deinem YouTube-Pod erzählen, ne? Ja, nö, brauche ich gar nicht. Du bist doch so schlau, findest du doch bestimmt. Nein, brauche ich doch gar nicht. Nee, eben, kannst du nicht, weil du zu dumm bist, richtig. Du auch. Nee, offensichtlich nicht, weil ich bin nicht zu dumm, um bei dir nicht einzuzahlen. Musst du auch nicht, glaub mir. Nee, natürlich nicht. 250 Euro. 30-40% Gewinn. Mein Gott. Glaubt ihr echt, dass die Deutschen so doof sind, das machen? Vielleicht. Ja, vielleicht aber auch nicht, ne? Ist ja schön für dich, ne? Ja, und für dich Weil ist es nicht schön. Weil du Langeweile hast und dich bei... Nee, das ist, ich mache meine ist Arbeit. Schön. Ich mache meine Arbeit gerade. Was ist deine Arbeit? Einfach welche Firmen anzurufen lassen und dann darauf warten, irgendwie Lizenz und so weiter. Richtig, das nennt sich Scambaiting. Und toll. Ja, ganz toll. Um andere Menschen davor zu warnen, ihr Geld an solchen dubiosen Firmen zu schicken. Genau. Das ist meine Arbeit. Wie viel kriegst du denn dafür? Du, das geht dich einen Scheißdreck an. Das geht dich einen Scheißdreck an. Schön, dann könntest du ja vielleicht bei uns arbeiten. Bei Betrügern? Nein, ich habe Ehre, im Gegensatz zu euch. Schön, dann verkauf deine Ehre. Nee, brauche ich nicht, deswegen arbeite ich ja nicht bei euch. Also eine Ehre ist das wahrscheinlich nicht, dass du immer noch mit mir sprichst und mich dumm nennst, ne? Doch, das natürlich. Das nennen wir keine Ehre. Doch, du bist ja dumm, weil du versuchst, Leute zu betrügen. Du bist dumm. Nee. Doch.
Du hättest es mir ja beweisen können, aber du kannst es ja nicht. Oder hast du mir inzwischen die Lizenz geschickt? Muss ich nicht. Ja, nee, kannst du nicht. Nee, muss ich auch nicht. Kannst du nicht. Muss ich nicht. Kannst du nicht. Du hast gar keine Lizenz. Du hast keine. Aber solange wie wir hier schon weitersprechen, hättest du ja schon lange die Lizenz senden können. Ich warte jetzt einfach mal drauf, bis du die Lizenz gesendet hast. Ich warte. Okay, schön, warte mal. Ja, genau, ich warte, genau. Bis morgen wollte sie dann wohl doch nicht mehr mit mir telefonieren, denn plötzlich hat sie einfach aufgelegt. Natürlich hat sie mir keine E-Mail mit der Lizenz gesendet, wie denn auch, wenn man keine Lizenz hat. In jedem Fall habe ich dieser Betrügerfirma jede Menge Zeit gestohlen und damit mein Mindestziel erreicht. Das war's für den Ostersonntag und ich übergebe euch an eure Familien. Ich bedanke mich, dass ihr euch heute Zeit für mich genommen habt. Habt nun viel Spaß beim Osterspaziergang und vielleicht findet ihr ja noch das ein oder andere Osterei. Am kommenden Mittwoch kommt das nächste Video. Bis dahin verbleibe ich mit eierlichen Grüßen. Euer Callcenter-Crusher.